So, Leute, es geht heute weiter mit Assassin's Creed Syndicate und wir wollen natürlich die nächste Aufgabe machen und das ist das nächste, was es ansteht. Wieder einmal eine Kopfgeldjagd. Ja, wir sind in Limbes momentan. Wir haben in der letzten Folge zwei Gebiete zumindest erobert. Also, wie gesagt, es kann auch passieren, dass wir mal zwei Teilgebiete pro Folge machen, je nachdem, wie weit das überhaupt ist. Warte mal, ist das Feinde? Das ist keine Feinde, okay. Weil wir dringend EP brauchen, um leveln zu können. Weil, ja, wir wollen ja unbedingt noch South Park haben. Da fehlt uns ja noch der Bossfight. Und das ist das große Problem. Der ist momentan, oder sie, ist ja... Ah, den Boden habe ich töten. Okay, warte mal. Sind der Boote hier? Der Fünfer hier, oder was? Habe ich den gerade auf die Hand getötet? Ja, genau das ist halt, was ich meine. Es kommt immer was zwischendurch passiert, aber ich glaube, ich habe ihn tatsächlich sogar... Ja, das ist die Hauptmission, ich weiß, aber wie gesagt, da sind wir jetzt momentan noch gar nicht, weil, wie gesagt, mein Ziel ist es erstmal Limbes zu erobern. Und zwar so weit, wie es möglich ist und vielleicht dann in die Bossfights gegen hier in Limbes und in South Park tatsächlich komplett... Warum auch mal? Darf ich hier nicht rein? Okay. Na gut, dann gucken wir mal. So, unser Ziel ist es. Dann gucken wir mal. Wer das Ziel ist, das ist Mildred Graves. Gut. Hier stehen vor allem mal zwei Polizisten. Das ist natürlich alles andere als super. Ich guck mal gerade, ob ich mal eine andere Waffe nehmen kann. Ob ich ein Messer, ein Wurfmesser, das vielleicht ein bisschen einfacher machen kann. Ach, du gehst mir auf den Sack. So, die Super, dass du mich jetzt gesehen hast, aber es ist egal. Ja, ist natürlich super, dass ich leider nicht jetzt. Mal die zwei Polizisten hier mit, dass wir da erstmal ein bisschen Ruhe haben. So, dann ziehe ich den gerade mal kurz eins vor. Angezeigt. Schnapp den Bastard. Hm. Gute Nacht. Scheiße. Ich muss mich mal gerade kurz verschicken, weil ich das Ding hier eigentlich gerne mal mit dem Ding mit dem, ich komme jetzt wieder angelaufen. Super. Ach, du hast mich gesehen, ne? Das ist natürlich super. Scheiße. Das ist natürlich super, jetzt ist die Mecha. Das ist natürlich jetzt super, dass ich die jetzt erwischt habe. Komm mal her, mein Freund. Oder meine Freundin. Wie auch immer. Ja, das ist nicht mein Problem. Hilfe! Helf mir! So. So, erstmal aufheben. Geh mal her jetzt. Ja, lauf nicht weg. Komm. So. Das Problem ist natürlich, dass da wieder zwei Polizisten stehen. Dann nehmen wir die andere Kutsche. Ich glaube, da haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Zumindest sieht das so aus. Ja, da läuft natürlich der... Und davor steht natürlich auch wieder eine Polizeikutsche. Ach, gib mir doch nicht alle auf den Nüsse.
Vielleicht kriege ich es sogar hin, ohne dass ich... Warte, machen wir hier mal einen Ausgang oder so? Doch, da vorne. Vor allen Dingen, das Gute ist, dass es hier lebt noch. Also das heißt, wir können ein bisschen mehr auf EP und so hoffen. So, die Frage ist, welche Polizeikutsche ist es hier, ne? Gute Nacht. So, die Frage ist, kann ich den jetzt rekrutieren? Und wie geht es dir? Na dann los. Hopp, hopp. Nicht so schnell. Was ist das? Wir haben einen Fähigkeitspunkt erhalten. So. Ganz ruhig. Ich gehe warum? Ja, weil wir natürlich jetzt erstmal. Gut so, Mädchen. Klar, die haben jetzt natürlich das Ziel. Hier durch. So, die Frage ist... Mach langsam. Ach. Ruhig, jetzt alle zusammen. Sachte. Jetzt sieht nicht über, dass jetzt alle Feinde auf einmal kommen. Den nehmen wir noch mit. So, ich muss gerade gucken, wo der letzte Feind ist. Oder war es jetzt Ruhe? Ne, da ist noch einer, okay. Komm mal her, mein Freund. So, irgendwann ist auch mal gut. Das waren jetzt ein paar. So, nehmen wir das mal mit. So, und ich muss ja gerade mal gucken, wo meine Kutsche steht, weil ich muss wissen, wie... Ah, hier. Okay, perfekt. So. Das heißt, hier unten rein. Und dann haben wir das auch erledigt. Ihre Schwester soll ja die gefährlichere sein. Und dann haben wir noch mal ein bisschen was bekommen. Und dann fehlt uns, glaube ich, noch ein... Ja, doch, wollte gerade sagen, da müssen wir nämlich noch mal ran. So, dann sind wir jetzt hier. Das heißt, wir hüpfen mal kurz hoch zu dem Synchro-Punkt, damit ich ungefähr weiß, was auf mich in der nächsten Zeit zukommt. Gut, das müssen wir da hoch. Alles gut. Perfekt. Ja, das so einfach war es jetzt gerade nicht, weil da natürlich einige an Mega-Feindpräsenz. Irgendwas? Warte mal. Hier ist doch noch irgendwas, oder? Ach, da unten. Ja. Nehmen wir das mal mit. Das sind gepresste Blümchen. Okay, alles gut. So, da, ich muss mal hier hoch gerade. Weil ich muss wissen, was hier oben noch so an
Oh, da ist noch ein Pings, ein Helix-Glitch, wenn ich es richtig gesehen habe. So, nehmen wir den mal auf jeden Fall mit. Jawohl, den Helix-Glitch haben wir mitgenommen. Damit war da auch mal... Ich weiß auch nicht, was genau die bedeuten, aber das könnt ihr ja gerne in die Kommentare mal schreiben, damit ich ungefähr weiß, was auf mich zukommt. Jetzt ist es also mein erster, einer meiner ersten, ist es ein Squid-Teiler, was ich so ein bisschen bewusst spiele. Das macht mir auch relativ viel Spaß, also muss ich sagen. Ich habe da schon einige Dinge abgebrochen, die mir nicht so gefallen haben. Aber der hier, der Teil, der macht mir echt viel Spaß und wir synchronisieren mal kurz eben die Stadt. So, perfekt, Leute. Dann haben wir das auch. Dann weiß ich ungefähr, was jetzt auf mich zukommt in der nächsten Zeit. Und ich stecke mal gerade noch die Karte aus. Da unten ist noch eine Templerjagd. Das ist immer gut. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Oh, wunderbar. Dann haben wir das auch. Ja. Ich mein Ziel ist es ja halt, wie gesagt, hier die nächste Städte zu machen. Also dann haben wir hier noch eine Templerjagd. Dann haben wir hier nochmal eine Gangquartier. Und hier oben ist nochmal eine Kopfgeldjagd. Und dann müssten wir eigentlich durch sein mit dem Teil. Aber das machen wir dann ab der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.